Hallo zusammen, hier ist der Session Basskanal in Frankfurt am Main. Wieder mit Peter und Marco. Und zwar heute G&L. Und zwar Precision Bässe in einem anderen Gewand. Mal kein Fender, sondern G&L. Heute für euch LBR100 USA, LBR100 Custom Shop, meiner LBR100 Fullerton USA, LBR100 Tribute Serie in Esche, Esch 70s like. Und die Tribute-Serie mit Palisander Griffbett in Weiß, etwas mehr 80er Jahre sein. Leute, viel Spaß damit! Hallo zusammen, willkommen im Basskanal. Heute wieder mal mit Peter, Regisseur, Kameramann, Dirigent und alles Mögliche. Und hier mit den Angestellten vom Basskanal. Ja, was haben wir denn heute? G&L-Bässe, mal wieder. Warum denn auch nicht? Wir haben heute Precision-Bässe von G&L. Und zwar heißt der bei denen nicht Precision, sondern LB100. Über den Precision-Bass jetzt was zu erzählen, Leute, das wäre ja wirklich schmarrn, das kennt ihr ja alle. Was Sache ist, seit 4-5 Jahren hat dieser Bass, also der P-Bass, tatsächlich eine Renaissance erlebt. Und ja, es werden immer mehr P-Bässe gekauft und die Leute suchen danach, was bringt ein Precision-Bass mit sich. Ganz einfaches Instrument, ist solide gebaut, macht das, was es soll. Und letztendlich ist er wirklich dadurch sehr, sehr vielseitig einsetzbar, denn der Bass ist tatsächlich nur so vielseitig. Peter hilft mir, wie der Spieler ist. So ist es nun mal. G&L, klar, G&L, George und Leo, das wisst ihr vielleicht noch, die letzte Firma, die Leo Fender irgendwie mit am Start hatte. Und man hat irgendwann mal bei G&L tatsächlich dem Precision Bass gehuldigt und man hat tatsächlich einfach mal einen P-Bass einfach mal gebaut. Ja, warum denn nicht? Ne? Der ist natürlich nicht ganz so fendrig. Man hat sozusagen die Fender-Zutaten genommen, die gut waren, und diese verbessert. Und hier und da hat es tatsächlich mal geklappt. Wir haben hier verschiedene Instrumente aus verschiedenen Serien. Wir haben hier die Tribute-Serie, wir haben die George Fullerton-Serie, also G&L, die richtigen teuren. Und wir haben sogar hier einen Custom-Shop-Bass, der für mich extra mal gebaut wurde. Dazu kommen wir aber tatsächlich mehr. Es geht einfach nur darum, diese Dinger mal kurz zu präsentieren. Und was können sie nicht? Was können sie? Klingen wie P-Bässe, tatsächlich. Es gibt viele Precision-Bässe in vielen Firmen und diese klingen genauso wie P-Bässe, wenn nicht sogar teilweise etwas besser. Das aus meinem Mund gesagt. Ui. Erstes Modell, Tribute-Serie. Die Tribute-Serie von G&L ist sozusagen die Einsteiger-Serie im unteren Preissegment. Dennoch von sehr, sehr hoher Qualität, wie ich finde. Wir haben hier zum Beispiel einen schönen 70s-like Precision Bass mit Esche, Ahorn, Griffbrett und Ahornhals. Leichte Mechaniken, so ein bisschen in Vintage-Style. Dann haben wir hier eine etwas ja, interessante Kopfplatte. Man muss sie nicht mögen, man kann sie mögen.
Das ist Geschmackssache. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich finde es nicht so schlimm. Tatsächlich, mich würde nur gerne interessieren, was ist den Leuten damals eingefallen, als sie diese Kopflatte sozusagen gestaltet haben. Aber das sind andere Themen, die wir jetzt irgendwie nicht groß, ja, da müssen wir nicht gerne groß drauf eingehen. Dann haben wir eine sehr, sehr fette Brücke. Diese Brücke ist nicht nur hier festgeschraubt, sondern sie hat halt eben nur so zwei richtige dicke Stifte, die nutmäßig in den Korpus reingehen. Diese Bridge kann man hier seitlich tatsächlich schön festmachen. Das bedeutet, die Böckchen bewegen sich überhaupt nicht mehr, was natürlich deutlich mehr Sustain gibt und auch mehr Halt gibt. Passive Elektronik, ganz klar, Lautstärke, Tonblende. Innen drin alles sehr, sehr schön sauber gelötet, ganz einfach. Wir haben einen etwas kleineren Korpus. Ja, der kleine Korpus ist, sagen wir mal, so ein bisschen zeitgemäßer. Er ist ein bisschen runder und ein bisschen kürzer gestaltet worden. Ist aber tatsächlich durch den parallelen Horn hier am 12. Bund natürlich äußerst gut balanciert. Ja, das bedeutet Kniekehlen kurz vorm, ne, oder kurz vorm Bauch oder dem Kinn, das funktioniert tatsächlich immer. Wir haben jetzt hier ein paar Sounds gemacht, die habt ihr schon gehört im Intro. Was kann dieser Bass? Ganz klar, es klingt wie ein schöner, saftiger P-Bass. Die gesamte G&L LB100-Serie, die ist allesamt so ein bisschen schmatziger, würde ich sagen, als ein Precision. Also insgesamt klingen die alle ein bisschen, ja, ein bisschen direkter, ein bisschen aggressiver. Ich denke, dass tatsächlich diese Brücke sehr, sehr viel ausmacht. Ne? Wie gesagt, sie ist nicht nur festgeschraubt, sondern die zwei richtig dicke, fette Stifte noch, die halt eben noch in den Korpus reingehen. Dadurch ist sie sehr, sehr stabil, überträgt natürlich die Seitenschwingung bestens. Und es ist nichts anderes als eine überarbeitete Music Man Brücke von einem Sabre Bass. Und diese war ja damals schon sehr, sehr solide gebaut. Man hat diese tatsächlich verbessert. Zum Beispiel, man hat hier die Möglichkeit, diese Böckchen festzusetzen. Ansonsten dicke, fette Schrauben. Hier rutscht nichts, hier bewegt sich gar nichts. Der Tonabnehmer ist ein ganz normaler Split-Coil-Tonabnehmer, brummt nicht natürlich. Und Sounds sind da jede Menge drin. Von von richtigen weichen Tönen bis ne, schön slappige Töne. Ja, man merkt das schon. Also ich habe ja den Precision Bass drum wirklich im Kopf und das ist wirklich etwas straffer. Das ist jetzt einer mit einem hellen Hals. Wir haben das Ganze natürlich auch mit dunklen Hals, ganz klar, auch in der Tribute-Serie. Interessanterweise dann mit Block-Inlays, ja, was es so vom Fender als Precision Bass ja so eigentlich ja nicht so serienmäßig gab. Viele Leute sagen, oh Marco, ein Precision Bass mit Block-Inlays, das ist aber zeitlich nicht korrekt. Ich meine, ey Leute, who cares, ja, ich meine, solange es gut aussieht, sage ich einfach, ja, ab dafür. Das ist dasselbe in grün, das heißt, einfach das Ganze ist dann in Erle oder Linde, je nachdem, was halt dem für ein Modell angeboten wird. Wir haben Palisander-Griffbrett, die Bünde sind so mittel-size, nicht ganz so, sondern relativ flach. Und hier hört man schon von vornherein, der ist einfach vom Ton weicher. Claudio wäre stolz auf mich, dass ich wieder so komische und jatzige Zeug versuche, was ich sowieso nicht spielen kann. Da habe ich tatsächlich beim Studieren nicht aufgepasst. Ja, der Unterschied.
Ganz einfach. Hier ist ein wirklich dickes, fettes Palisander-Griffbrett drauf. Das bringt in der Regel ein bisschen weicheren Ton, würde ich sagen. Der ist ein bisschen runder. Ich würde das Ganze einfach mal tatsächlich als etwas bluesiger mal. Einfach mal so. Ich würde sagen, ist einfach, der klingt einfach ein bisschen bluesiger. Der hat natürlich. Der hat in den unteren Mitten so einen leichten Schub nach oben. Ne? Während der aus Eschel mit dem Arnold, der hat so einen kleinen Knick, finde ich. Also rein tonal, weil wir haben ja hier alles gerade. Wieder mal unsere Bergantino-Anlage. Der hat tatsächlich, der Arnold-Bass hat so einen kleinen Knick in den Mitten und oberen Mitten. Der hier hat mehr so ein bisschen so einen Honk. Das ist natürlich halt eben so etwas die bluesigere Maschinen. Natürlich gibt es diese Instrumente auch in anderen Farben. Ich fand die Farbe weiß-schwarz so ein bisschen 80s-mäßig, so ein bisschen Ramones-like. Und dann diese 70s-Block-Inlays, das finde ich äußerst interessant. Aufbau genauso wie bei den anderen Kollegen auch. Fette Brücke, passive Klangregelung. Man kann auch hier logischerweise nichts falsch machen. Wenn das, sagen wir mal so, nicht gut genug ist, ja, warum auch nicht. Dann gibt es natürlich das ganze Zeug auch in USA. Die USA-Modelle, die unterscheiden sich in verschiedene Reihen. Wir haben die Fullerton-Serie. Das ist sozusagen der, ja, der American Pro sozusagen von G&L. Da wird tatsächlich dann schon besseres Material benutzt. Also andere Tonabnehmer. Die Brücke bleibt die gleiche. Man hat ultraleichte Mechaniken hier genommen, die ja auch konisch wie die günstigen laufen, aber sie erinnern sich doch tatsächlich sehr an Music Man Mechaniken bzw. an alte Schallermechaniken. Die haben etwas längeren Schaft hier, den alten Flügel, den kleinen wie bei den Klusen vom Fender, sehr, sehr leicht. Dieser Bass wiegt knapp 4 Kilo. Wunderschöne Lackierung, so ein, das kriegst du drauf, ne Peter? Das ist so ein Sparkelblau, ja, so ein Aquamarinblau, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das Griff wird auch aus Palisander mit schönen runden Inlays. Interessanterweise, die Inlays sind etwas größer, finde ich aber doch tatsächlich sehr, sehr interessant. Ein Knochensattel hier oben, das Griffbrett geht hier ein Stückchen weiter, man sieht halt eben wirklich, wie dick das Ganze ist. Alle Bässe lassen sich von oben bestens einstellen. Aniko-Tonabnehmer und dieser hier hat natürlich ein bisschen anderes Sound. Na, da hört man sofort, der ist in den Bässen wesentlich kräftiger, etwas weicher natürlich, wie so ein Auenbass, aber das hört man sofort. Ja, hier klingt das Ganze ein bisschen runder. Ich würde auch sagen, dass die Slap-Töne tatsächlich so. Also. Das klingt alles schon ein bisschen runder. Bisschen straffer, bisschen konkreter. Ich habe alle Instrumente mal mitgenommen und tatsächlich mal so kleine Aufnahmen gemacht. Tatsächlich bei den Aufnahmen hört man wirklich kleine Unterschiede. Natürlich klingen die alle wie Precision besser. Natürlich. Aber klar, hier die Verarbeitung. Hier seht ihr schon mal 6-Pund-Befestigung ohne eine Platte, sondern mit solchen Hülsen. Die Cutaway ist sehr, sehr fein ausgestattet. Auch hier Body etwas kleiner als normale Precision Bass, aber
Lack vom Feinsten, wirklich keine Nasen, kein gar nichts. Hier die Bundecken chemisch raus, alles super verarbeitet. Diese Teile kommen natürlich mit einem Koffer. Logisch, ja. Das ist der Fullerton Standard, den gibt es natürlich mit einem Palisander-Griffbrett oder logischerweise auch mit einem Auenhals. Der Auenhals-Bass, ja, der wird natürlich klar etwas klarer klingen. Ich hoffe, Peter, dass du schöne Schnitte machst und mich nicht doof aussehen lässt. Ne? Ja, er nickt ganz freundlich. Ich weiß, wo dieses Nicken hinführt. Ich weiß es ganz genau, Peter. Du schneidest doch irgendwas rein, so erscheint wieder, ne? So wie immer so. Du hast bestimmt auch irgendwann meine ganzen Worte mal gesampelt und machst dann eigene Texte rein. Sachen, die ich noch nie gesagt habe, ja. Und dann erzählen die Leute so, was erzählt ein Stimmmacher für einen Stuss die ganze Zeit? Übrigens, Leute, Italien ist Europameister 2021, ne? Also ich wollte es nur mal so sagen. Und nein, wir haben keine englische Bässe hier. Nein, haben wir nicht. So, ganz deutlich, hier hört man sofort. Hier hört man sofort die Tiefen relativ weich unten, aber die Spitze oben ist etwas aggressiver. Das bedeutet, du hast hier tatsächlich einen. Tatsächlich, also der zum Beispiel, der kommt sehr, sehr stramm rüber, ist auch so ein bisschen der lauteste von allen, finde ich bisher. Ich finde, man hört ja bei einem Precision Bass tatsächlich, wenn man die Höhen wegdreht, was in dem Instrument drinsteckt. Ob zum Beispiel sehr viel oder sehr, sehr viele mitten am Start sind. Bei dem Bass zum Beispiel. Man hört hier tatsächlich halt dem sehr, sehr viel Bass, aber oben so eine ganz feine Spitze, das hast du normalerweise nicht bei Palisander-Elze, sondern das hast du wirklich nur bei Auenhals-Elze. Das bedeutet, das ist zum Beispiel, wenn ihr mich fragt, eine richtig heiße, geile Funkmaschine. Zudem diese Farbe, Leute, bellissimo, bellissimo, sage ich einfach nur. Ja, fehlt eigentlich nur noch hier so ein Italien-Sticker, finde ich, hier oben. Kann man ja bestimmt ja machen. Auch hier. Ganz klar, gute Tonabnehmer drin, besseres Material als die normale Tribute-Serie. Dieser Hals ist so ein bisschen matt gehalten, der andere Hals dagegen ist glänzend. Das ist unterschiedlich. Man kann sich ja auch bei G&L einen Bass auch zusammenbauen lassen. Wie das dann aussieht, kommen wir jetzt einfach mal zu einem Modell, ja, welches ich mir von der Firma G&L habe einfach mal bauen lassen. Ja, ich dachte mir, komm Marco, warum denn nicht Precision-Bässe? Hat man eh nicht genug und deshalb habe ich Jungs mal konsultiert und sie haben gesagt, ja Marco, klar, wir haben einen Custom Shop, da kannst du dir alles bestellen, was du willst. Und was ich mir bestellt habe, das kommt jetzt. Vielleicht habt ihr Bock auf eins dieser Instrumente, ja, entweder hier Tribute-Serie oder USA-Serie. Vielleicht wollt ihr euch auch mal so ein Ding Custom Shop bauen lassen. Ja, was macht ihr dann? Ihr nehmt so ein Teil hier, so ein Telefon oder einen Computer, je nachdem, suraktivieren. Gebt einfach ein LB-100 und schon erscheinen da ein paar Instrumente. Und zwar die, wie die momentan tatsächlich auf Lager haben. Ich habe euch leider den pinkfarbenen mit Maple Neck vorenthalten. Der ist ziemlich geil. Also der ist erst kürzlich gekommen und Sahne, sage ich nur. Ja, dann einfach mal auswählen, vielleicht auch bestellen. Wenn ihr nur Fragen habt, Leute, ihr könnt mich jederzeit anrufen. Oder einfach info@session.de Anfrage an Marco von der Bassabteilung. Es gibt nur einen Marco von der Bassabteilung in dieser Firma und das bin ich. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal die eine oder die andere Frage stellt. Wie gesagt, so sieht das hier dann aus. Ne? Bisschen scrollen, anwählen und vielleicht auch das ein oder andere Ding in den Warenkorb schmeißen. Warum nicht? Custom Shop Bass. Ja, okay. Also natürlich kommt der Custom Shop Bass von der Firma G&L
nicht mit Eintracht-Aufkleber. Ist ja logisch. Ne? Aber tatsächlich ist das der Bass, den ich habe mir bauen lassen. Das ist ein LBN 100 Kasten aus der Fullerton-Reihe CLF. Da habe ich mir einen Empress Body machen lassen. Also Empress ist eine ganz leichte Holzart. Dieser Bass wiegt knapp 3,4, also 3,31 bla 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 Kilo. Und ja, natürlich kommt er ohne Detuner und ohne Eintrachtaufkleber und ohne Daumenstütze. Das ist eine Farbe, die nennt sich Shoreline Gold. Ich habe mir da ein Totoise Schlagbrett drauf machen lassen. Den Hals habe ich mir, da habe ich wirklich das breiteste einfach genommen, was es gibt. Das ist wirklich auch der breiteste und flachste Precision Bass Hals, den ich jemals in der Hand hatte. Das ist über 45, das ist 45,1 irgendwas. Dafür ist das hier äußerst flach. Das heißt hier viel, viel Platz für meine Patzefingerchen. Caribbean Rosewood, also karibisches Palisander. Das hat so eine rot, ja, so eine rotbraune Farbe und ich habe mir Square Inlays reinmachen lassen. So 70er mäßig und dann auch hier das Ganze noch mit Binding. Ja, ich weiß, das ist eine komplette Blasphemie gegenüber dem Precision Bass, aber tatsächlich finde ich das irgendwie geil. Also ich finde Hälse mit Binding und Square Lines finde ich einfach total geil. Matched Headstock, die leichten Tuner rein, ganz normale Alnico-Tonabnehmer, die fette Brücke. Das hat circa 6 bis 8 Monate, also 7,5 Monate habe ich gehabt an Wartezeit. Natürlich ist das nicht unbedingt günstig, aber wenn ihr sowas gern gebaut haben möchtet von der Firma G&L, ruft mich einfach an oder kontaktiert mich. Ich kann euch wirklich durch das ganze Custom Shop Menü mal durchführen. So, der klingt jetzt so, wie ich es eigentlich denke. Die Saiten sind jetzt natürlich auch schon ein halbes Jahr alt, aber wie gesagt, das ist ja mein Instrument. Das Empressholz hat in den, ja, fast in den oberen Mitten einen sehr, sehr schönen Bark. Unser Tontechniker, also Tontechniker, der mit uns in der Band arbeitet, sagt, ja, der Bass, der schneidet schön durch die ganze Band. Ja, und dann sage ich, okay, was heißt das jetzt? Sagt er, ja, klingt wunderbar. Am besten tatsächlich mit die Höhenblende voll auflassen und nur so leicht ein bisschen zurücknehmen, wenn es zu harsch wird oder wenn du im Plektrum spielst. Der ist jetzt sehr flach eingestellt, für meine Bedürfnisse genau richtig. Der Hals mit etwas mehr Fleisch, ja, da muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber es hat wirklich innerhalb von einer Woche Dauerspielen, hat das wirklich funktioniert. Es ist aber auch wirklich ein sehr, sehr flacher Hals, ja. Hier, man sieht kaum irgendwie eine Maserung, alles wirklich vom Feinsten gemacht. 6-Punkt-Befestigung wieder, ey Leute, 3,1 Kilo, ihr wisst ja, der Bassist ab 40, der auch mal länger spielen muss, ja, momentan kann man das ja nicht, aber sonst, also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Bass spiele, weil tatsächlich zur Probe oder sowas, die auch mal 1,5 bis 2 Stunden dauern kann, ja, dann geht man dann tatsächlich vom Proberaum nach Hause und man hat halt eben nicht mehr so diese ganzen Schulterschmerzen, ja, und wie gesagt, ab 40 ist das wirklich ein Problem, ja. Ansonsten, ja, was kann man denn sonst hier dazu sagen? G&L, ihr seht, keine Bezeichnung, wollte ich irgendwie nicht. G&L, die machen dann tatsächlich doch wirklich vielseitige Instrumente. Wir haben ja die L1000, die L2000er Reihe. Wir haben wirklich das komplette Programm da. Und wie gesagt, eine kurze Vorstellung von diesen Bässen war das heute. Wenn das nicht genügend Soundbeispiele sind, der kann mich auch gerne anrufen. Ich spiele es ihm gerne durchs Telefon vor. Warum denn nicht? Was haben wir denn noch am Start? Leute, wir können doch den Kanal doch abonnieren, oder Peter, oder nicht? Leute, abonniert doch mal einfach diesen Kanal. Hier unten, irgendwo hier. Manchmal ist es aber auch hier, sagt der Peter.
da ist ein Link. Ja? Einfach mal liken, da freuen wir uns drauf. Wenn ihr das disliked, ja, da freuen wir uns auch. Meine, jede Bewegung, jede Regung tut uns ja irgendwie gut. Ansonsten, ja, den Link zu den Instrumenten findet ihr in den Beschreibungen. Das macht der Peter dann alles irgendwann mal in Feinsarbeit. Ich bin ja nur da, um zu quasseln. Das war heute G&L und zwar ein kleiner Shootout von den LB100-Bässe, Precision-Bässe, mal nicht vom Fender. In diesem Sinne verabschieden wir uns und ja, Leute, schaltet mal wieder ein. In diesem Sinne, arrivederci, mach's gut, Grüße von Europameister 2021.